Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück in Lübeck, 27. Mai 1645. Oskar Tiedemann hat die Stadt in einen sehr riskanten Krieg gegen Brandenburg geführt. Die erste Niederlage musste Lübeck einstreichen. Das war aber schon absehbar. Auf unserer Seite spielt hoffentlich die Zeit und Preußen, die gerade Stettin erobern. Eine Sache habe ich vergessen, das wäre dann vielleicht noch besser gewesen. Wir hätten hier unbedingt diesen Kriegsfokus aktivieren müssen. Das bringt da nochmal 10% Moral. Wir werden mal den Handelsfokus ausschalten und hoffen, dass uns das in den nächsten Schlachten dann wenigstens helfen wird. So, und dann sollten wir vielleicht auch mal anfangen, die gegnerischen Häfen zu blockieren, indem wir einfach hier bleiben und unsere Großschiffflotte ohne Admiral, die bringen wir mal hier in die südliche Ostsee. Dadurch unterstützen wir dann vielleicht die Belagerung von Stettin. Okay, jetzt werden wir erstmal fliehen, anständig, hier rum, okay. Und dann hoffen, dass wir die Gelegenheit bekommen, uns den Preußen irgendwie anzuschließen. Blöderweise werden wir aber verfolgt und das ist richtig doof. Ich weiß nicht, wie man das jetzt verhindern könnte. Man könnte einen Teil unserer Truppen auf die Schiffe bringen, die wir leider auch noch nicht aus der Stilllegung rausgeholt haben. Das wäre eine Möglichkeit, hier noch irgendwie zu fliehen. Ansonsten fangen die uns hier knallhart ab mit ihren 49.000. Eieiei. Wann kommen wir da an? Am 8. Juni. Gut, da müssen wir höllisch aufpassen. Ja, also ich werde das einfach mal machen. Wir werden hier die Transportschiffe losfahren lassen, auch wenn sie noch angeschlagen sind. Ich glaube, hier droht erstmal nichts. Da können wir nichts anlanden. Wir müssen in Stralsund anlanden. Sollte ja möglich sein, dass die Mecklenburger uns dort an Land lassen. Und die restlichen... Ah, ich würde ja gerne... Kann man hier... Nee. Ach so, ja. Hier zeigt er mir den Anführer an mit 2 Sternen und so nicht. Ja, was machen wir mit dem Rest? Wir müssen irgendwie hier abhauen. Wir müssen abhauen, Leute. Der Rest wird sonst absolut erledigt. Ich meine, wir haben ja die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Wir können ja auf dem Fußweg fliehen. Das geht natürlich auch. Ja, das wäre sogar die logischste Variante. Wismar, 6. Januar. 6. Januar. Ja, 6. Januar. Wieso sagt er mir 6. Januar? Wir haben doch den 8. Juli. Naja, hoffen wir mal das Beste. Also versuchen wir mal 2 Wege zu gehen. In der Hoffnung, dass wir fliehen können. Okay, jetzt belagert hier erstmal. Also das scheint zumindest erstmal so zu klappen, dass wir der gegnerischen Armee entkommen. Sehr gut. Okay. Ist die Frage, ob wir da zuerst da sind. Ja, nee, die Flotte war zuerst da, aber ist in Ordnung. War schon gut. Okay. Jetzt vereinigt euch mal bitte wieder schnell. So. Und dann würde ich sagen, wohin fliehen wir? Wir fliehen natürlich irgendwie in Richtung der Preußen, die Stettin belagern. Ich sehe gerade, der Anführer ist ein Feigling. Na toll, das hat uns ja gerade noch gefehlt. Dann würde ich mal sagen, werden wir Berlin hier nehmen. Hier ist die Abriegelung vollständig. Okay, das bringt uns sogar 7% Kriegsstand. Mal schauen. Ich meinte, vielleicht erreichen wir ja unser Ziel schon, wenn Stettin eingenommen ist. Vielleicht können wir das ja dann schon durchziehen. Allerdings müssen wir ja auch den Preußen was geben. So. Die Russen gewinnen da irgendwo im Osten. Wohl an. Das reicht nicht für die Belagerung? Ich fasse es nicht. Wir brauchen 15 Regimenter. Ah. Das ist natürlich Mist. Dann ziehen wir unsere Truppen komplett einmal ab. Aber wir kommen nicht in die Neumark. Wegen der Festung. Wir können uns gar nicht mit ihnen verbünden. Wir müssten per Schiff nach Königsberg und dann hier rum. Das würde vermutlich gehen. Wie bitter ist das denn?
Oder wir landen natürlich hier in Stettin, das wäre auch möglich. Wir müssten kurzzeit hohe Engpässe in Kauf nehmen. Aha. Das ist doof, Leute. So funktioniert das nicht. Aber hier sind wir wirklich dem Gegner voll ausgeliefert. Der belagert jetzt da zwar erstmal Holstein, aber ich glaube, wir bringen unsere Truppen lieber per Schiff in Sicherheit. Das ist mir doch lieber. Also dann wieder zurück nach Stralsund in Berlin. Das klappt nicht. Allerdings, wenn die Preußen natürlich jetzt hier gleich die Belagerung gewinnen. Pass mal auf, wir warten in Stralsund. Wir warten in Stralsund darauf, dass die Preußen hier Stettin gewinnen und dann werden die ja weiter marschieren. Dann werden die vermutlich nach Berlin gehen und dann können wir auch in der Uckermark stehen, weil dann sind wir sicher. Dann sind die Preußen in unserer Nähe. Dass die Lübecker mal so handhaben. So, jetzt kriegen erstmal die Sachsen-Lauenburger ihre Rechnung präsentiert für ihre Untreue. Sehr schön, dass er auch jetzt erstmal Holstein belagert. Das finde ich gut. Nicht Lübeck, sondern Holstein. Da hat er auch ein bisschen zu knacken. So, hier kommt 35% Mauern. Mauern sind kaputt. Da könnte er doch glatt mal einen Sturm wagen, oder? 49%. Kommt, das muss doch jetzt was werden. Wir brauchen jetzt die preußische Armee. Das geht immer wieder. 57. Wir machen mal ein bisschen schneller. Müssen bloß auf den Gegner hier achten. So, wenn er jetzt nach Rostock marschiert, dann werden wir aber mal kurz eingreifen. Boah, Leute, bei 85% fällt diese blöde Festung da nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt. So. Okay, und oh, die Schweden kommen. 20.000 Schweden kommen. Was ist hier los? Die Mecklenburger sind absolute Monarchie. Russland war ein Chiva, ein neuer Zar, Alexander I., Köln-Bündnis mit Trier. Und wo marschieren jetzt bitte? Ach ja, die marschieren in Neumark. Ihr sollt nach Berlin marschieren. Jetzt gibt es erstmal eine Schlacht gegen drei brandenburgische Schiffe. Das ist alles gut soweit. Ich meinte, vielleicht kriegen wir ja durch Pommern. Militärzugang kriegen wir natürlich nicht. Die sind noch sauer auf uns. So. In Rostock gibt es eine Revolte. Thronanwärter Adolf Friedrich Pank. Ja, soll er doch revoltieren. Das interessiert uns gar nicht. Das ist jetzt das Problem unser Gegner im Moment. Wir haben erstmal diese Seeschlacht verloren. Die Brandenburger haben ein Schiff eingebüßt. Und tatsächlich, jetzt geht es an die Eroberung von Berlin. Das heißt, wir können jetzt in die Uckermark ziehen. Und was machen die Schweden? Oh, die kämpfen erstmal gegen die Rebellen und die Mecklenburger helfen. Na gut, dann erledigen die das. Das ist doch sehr in Ordnung. 13% Kriegsstand. Man könnte direkt schon mal gucken, ob ein Frieden theoretisch schon möglich wäre. Natürlich nicht. 39, 64. Aber es ist nicht in unendliche Ferne gerückt, sagen wir mal so. Also ich glaube, wir haben die Zeit. Wir haben die Zeit, das auch abzuwarten. Ich würde ja schon gern Bremen in einem Separatfrieden erstmal ihren Handelseinfluss abluchsen. Das ist schon ein Kriegsziel. Also wir werden insofern abwarten, wie hier die Preußen und die Schweden zusammen hier wüten. Und dann die Gelegenheit nutzen und Bremen zu belagern. Jetzt haben wir aber erstmal eine Wahl und ich denke, angesichts des Krieges gibt es eine erhöhte Erfolgschance, dass Tiedemann unser Bürgermeister bleibt. Also 1 bis 4. Und ich würfle eine 2. Oskar Tiedemann bleibt Bürgermeister und damit auch General der republikanischen Armee, der Bürgerarmee. Wie haben wir sie genannt? Ach nee, die heißt Erste Armee erstmal. Gut. Dann weiter. So, hier gibt es jetzt einen Frieden. Und dieser Frieden sieht tatsächlich so aus, dass Memel an eine Provinz gewinnt und damit Memel aus der Liga ausscheidet und damit unsere Liga und damit auch wir weiter geschwächt werden. Schlecht. Aber darum müssen wir uns dann später kümmern. Ja, wir wissen das.
Handelsliga verlassen, Memel auch. Livland auch. Ach, die sind da auch größer geworden. Das heißt, wir haben gleich zwei, die Liga verlassen haben. Unfassbar. So. Memel konvertiert zum katholischen Glauben zurück. Ja. Und wir bleiben jetzt einfach hier mal gemütlich in der Uckermark stehen und gucken, was... Oh, schaut mal, die Schweden kämpfen hier schon erfolgreich. Vielleicht können wir uns sogar irgendwie nach Bremen schmuggeln. Eine serbische Armee steht da, das ist ja auch interessant. Aber hier steht noch eine gegnerische Armee. Na, das ist ein bisschen riskant. Vielleicht. So. Ha, was für ein Sieg gegen 1000 Mann. Tiedemann ist auch ein Fuchs. So. Dann auf nach Bremen. Kann man das wagen? Genügen diese Schweden hier, um das zu schaffen? Das ist die große Frage. Oder führt das einfach zur neuerlichen Niederlage? Wir sind aber so scharf auf Bremen. Wir versuchen es einfach mal. Vorher steht noch diese kleine Armee hier aus die Armee der Bremer, frage ich mich gerade. So, im Hintergrund erreichen mich wichtige Nachrichten. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ja, dann mal auf nach Bremen, würde ich sagen. Ne? Mit 16.000 Mann. Und die Schweden ziehen auch nach Stade. Wollen die jetzt mit uns zusammen Bremen belagern? Ah, toll, da haben wir ja jetzt die besten... Schlesien ist die besten Verschleißbedingungen. Zumal auch noch Winter ist. Wir könnten allerdings natürlich auch nach Oldenburg weiterziehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Kann ich nicht wegen der Festung. Aber das sind doch ein Provinzler. Da müsste das machbar sein. Dieses System ist so undurchsichtig. Man kriegt doch jedes Mal irgendwie einen Hals, oder? So, da haben wir die Freunde aus Oldenburg. Können wir da noch zur Hilfe kommen? Wäre schon ganz gut, wenn wir die Armee schon mal stellen könnten. Währenddessen ist Berlin schon bei minus 7%. So, sie ziehen allerdings weg. Es kommt jedoch nicht zur Schlacht. Aber da oben, aber da könnten die natürlich auch gleich abrücken. Das ist mir auch nicht recht. Das ist mir zu riskant. Nee. Wir begeben uns mal wieder hier in Richtung Stade. Wir müssen ja eigentlich nicht Bremen mitbelagern, oder? Es genügt vielleicht, wenn wir einfach mal 1000 Mann dahin schicken. Als Beobachtermission gewissermaßen. Damit die Schweden keinen Mist bauen und wir gehen da nur im Zweifel rein. So, wo ist jetzt... Aha, jetzt ist Lübeck dran. Schaut mal. Aber wir haben eine Festung 6. Das sollte... einige Zeit dauern. Bis dahin müsste Berlin schon gefallen sein. Und vielleicht auch Bremen. Das ist die große Hoffnung. Was sind denn hier schon? Französische Truppen? Frankreich und Schweden? Wie Frankreich und Schweden? Was passiert jetzt hier gerade? Nein! Schweden ist auch noch im Krieg mit Frankreich. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist ja hier ein richtiger Weltkrieg. Spanien, Österreich, Schweden gegen Frankreich und die Osmanen. Und die Niederlande, die sind auch noch mit am Start. Das wird... Oh Gott. Wenn jetzt hier eine riesige französische Armee auftaucht und hier alles kaputt macht, dann stehen wir natürlich schlecht da. Okay. Das waren aber nur 2000 Franzosen. Keine Ahnung. So, jetzt wird es aber ein bisschen kritisch. Jetzt kommt die blöde brandenburgische Armee. Egal, das ist alles nur Zeitschinderei. Wir warten darauf, dass Preußen Berlin erobert. Das ist das Wichtige. Wo marschierst du hin? Wir kommen hier nicht hin, wir kommen da auch nicht hin. Ja, wir können uns dann nur mit nach Bremen zurückziehen, wenn die
Wenn die hier kommen, die Brandenburger. Müssen wir mal ein bisschen langsamer machen. Mal gucken, die Richtung. Wo gehen sie hin? Oh. Hier kommt es zur Schlacht. Wollen wir helfen? Ich denke ja, wir helfen mal für kurze Zeit. Wo marschieren die denn jetzt hin? Okay, die haben wir komplett erledigt. Das ist erstmal in Ordnung. Die gehen nach Hannover. Also möglicherweise sind die auch noch irgendwie involviert, die Brandenburger, in diesen großen Konflikt. Nee. Wollen die sich da von Hannover aus nähern? Möglich ist alles. Wir bleiben mal sicherheitshalber stehen. Wir sind hier bei der Belagerung bei minus 43. Warum hat denn Berlin abgebrochen? Nein! Die Preußen. Die Preußen werden uns... Das kann doch nicht wahr sein. Erzählt mir jetzt nicht wegen diesen 1000 Mann, haut ihr da aus Berlin ab. Ich fasse es nicht. Das wäre eine Katastrophe. Dann hat das Ganze überhaupt nichts genützt, dass wir hier auf Zeit spielen. Oder ihr belagert jetzt die Neumark oder was? Ich kann es nicht glauben. Und was haben die dort gemacht? Ich weiß nicht. Die ziehen jetzt nach Wismar, bekämpfen die Mecklenburger. Die wollen jetzt wirklich die Neumark belagern. Haben Berlin aufgegeben, deswegen ist ja nicht zu fassen. Okay, wer ist hier mitgekommen? Hier sind Schweden noch mit dabei. Ach, die Schweden sind abgezogen. Eieiei, hätten wir wahrscheinlich jetzt mitkommen müssen, um diese Schlacht zu unterstützen. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass die Schweden da mitgekommen sind. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt sind unsere Armeen hier sehr schön zerflattert. Und wir kommen wieder nicht zu den Preußen hin. Ja, der ist ein Feigling. Da steht es. Der ist ein Feigling. So, die belagern jetzt Lübeck weiter. Was ich eigentlich ganz in Ordnung finde. Beziehungsweise ziehen nach Sachsen. In dem ganzen Chaos hat... nach Sachsen, nach Wismar. In dem ganzen Chaos hat Böhmen Sachsen den Krieg erklärt. Aha, hier ist also die badische Armee. Das macht die Preußen so nervös. Verstehe. Ich meine, dann können sie auch gegen die kämpfen. Sollen sie doch mal. Und warum schicken eigentlich die Schweden nur so einen popligen 20.000 Mann? Das ist doch auch erbärmlich. Die werden da jetzt wieder erledigt. Na gut, wollen wir hoffen, dass unsere Belagerung von Bremen hier wenigstens Bestand hat. Mauern sind schon mal gebrochen. Was macht ihr denn da? Warum steht ihr da rum? Tut doch irgendwas. Friedrich Wilhelm. Auch von Stolzenberg. Tu doch was. Schau doch nicht zu, wie die Badener dein Land okkupieren. Ist doch unfassbar, was hier passiert. Die Dänen sind hier auch noch, mischen auch noch irgendwie mit. Ah ja, die sind mit den Böhmen verbündet. Das ist der Punkt. Ach Leute, kriegt mein Herzinfarkt. Also, dass jetzt die Preußen gar nichts mehr tun, ist ja wohl super frustrierend. 3% Kriegsstand. Und erneut, Verden ist jetzt mit im Krieg gegen Dänemark. Was ist das alles für ein Kuddelmuddel? Und jetzt kommen sie. Jetzt kommen die Brandenburger zu uns. Jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt kommen auch wieder die Preußen wieder zurück. Oh Leute, das ist doch verflixt. Das ist doch echt verflixt und zugenäht. Gibt es hier noch irgendwelche Überschneidungen? Das würde mich jetzt... Nee. Die Dänen sind hier mit im Krieg, aber das ist nicht der Fall. Und Verden ist wirklich... Ja, okay. Gut, was für ein Kuddelmuddel. Also wir werden das hier nicht halten können. Ich weiß aber auch nicht, wir werden auch nicht hier fliehen können. Das ist das Problem. Wir haben jetzt einen Überquerungsmalus. Wir machen vielleicht ein bisschen Schaden, aber viel... bringt das jetzt nichts. Wir werden aufgerieben. Die nächste Niederlage steht bevor. Mal gucken, wie viele Verluste wir erleiden. Ich kann nur hoffen, dass das alles dazu führt... Oh nein, sie kehren wieder um. Hui! Vielleicht ziehen sie gegen Preußen. Ja, tatsächlich, sie wollten gegen Preußen ziehen. Aber die Schlacht ist schon erfolgreich geschlagen worden. Jetzt gehen sie wieder zurück.
Gott, Leute, was für ein Durcheinander. Also, wir haben derweil schon Fortschritte, weitere Fortschritte in Bremen gemacht. Gelingt es noch, Bremen zu Fall zu bringen, bevor die Brandenburger hier uns erreichen werden? Und was tun die Preußen? Sie marschieren wieder zurück in die Neumark. Oh mein Gott. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.